Es ziehen immer mehr junge Menschen nach Erfurt, sowohl zum Studieren als auch zum Leben. Wir haben uns gefragt, was die Stadt tun könnte, um Erfurt attraktiver für junge Menschen zu machen. Das Erste wäre, wollen Sie wirklich die Wahrheit wissen? Ja. Nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen? Ja. Mehr für die Kinder und die Jugend tun? Mehr Arbeitsplätze schaffen, wenn es geht, ohne Zeitarbeit? Und mehr für die Rentner tun? Und vielleicht ein bisschen an der Stadt selber arbeiten. Vielleicht mehr Studenten in die Stadt locken, weil im Vergleich jetzt zu Dresden ist es halt, ja, weiß nicht, also ist schon ein gravierender Unterschied. Vielleicht ein paar mehr Fahrradwege bauen. Also ich bin sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs und die Fahrradwege sind nicht besonders gut, finde ich. Also ich habe einen 18-, 19-jährigen Sohn, der sich eigentlich sehr wohl und glücklich fühlt. Muss ich mal so sagen. Ich meine, von Outdoor-Möglichkeiten, es gibt Disco, es gibt entsprechende, sagen wir mal, auch Vereine, wo man sich organisieren kann. Es liegt halt nur jetzt auch an den Jugendlichen, wie sie die Angebote nutzen. Ja, der Döner ist billig, es gibt ab und zu mal Elektro-Raves und es gibt einen coolen Späti hier, der einzige in Thüringen, der immer offen hat. Und ja, hier schöne Parks und so. Also es ist schon ganz cool in Erfurt. Ach ja, die Bahn. Props gehen raus in die EFAG, ist echt geil. Ich finde, man sollte die Bahnzeiten, also wie die Bahn fahren, verlängern. Manchmal kommt man abends nicht mehr nach Hause, das nervt. Ja, aber ich weiß ja nicht, was die jungen Leute vermissen an Attraktivität. Also ich finde sie sehr attraktiv. Für die Jugend vielleicht generell veranstalten. Vor allem mehr Konzerte wären ganz schön zum Beispiel. Und auch so feiern generell, einfach für junge Leute, die so offener sind vielleicht, ja. Also ich finde sie so an sich ziemlich gut schon. Also viel, viel besser muss sie für mich gar nicht werden. Also es ist eine kleine, sympathische Stadt. Ja, aber nach der Zeit wird es ja langweilig. Also es muss schon ein bisschen mehr für junge Leute hier sein. Zum Beispiel? Mehr Schwimmbäder, mehr Clubs. Mehr kulturelle Programme insgesamt. Ich finde Erfurt so schon ziemlich attraktiv für junge Menschen.